Ja, hallo, ich bin der Simon. Ich studiere jetzt Architektur seit 2003, bin also irgendwo über dem 20. Semester. Du aber sei, oder habe seit 2005 gearbeitet und schreibe gerade meine Diplomarbeit jetzt. Und hoffe, dass ich April sowas, März, April, Mai, irgendwann fertig bin. Also hallo, ich bin die Bianca, ich bin erst im 9. Semester und studiere Architektur an der TU Wien. Also nächstes Semester werde ich dann Diplomarbeit beginnen wahrscheinlich. Wie lange sich das dann hinzieht, wird sich weisen, aber ich schätze, also spätestens Ende 2015 werde ich fertig sein mit dem Studium. Mein Name ist Gerd Erhardt, ich bin Partner beim Büro Querkraft Architekten in Wien. Ich habe studiert muss überlegen, von 1983 bis 1992, das heißt also 9 Jahre, 18 Semester. Was hat dazu geführt, dass du länger studiert hast? Ich habe einfach relativ viel nebenher gearbeitet, so wie es ganz viele machen. Dann hatte ich auch einen relativ schweren Sportunfall, der hat mich ungefähr ein Jahr gekostet, aber es wäre trotzdem einiges mehr gewesen als die Mindeststudienzeit. Ich finde es eigentlich gut, so wie ich es gemacht habe. Mittlerweile sollte schon langsam fertig sein, weil ich einfach Alter und irgendwann muss ich jetzt einen Beruf anfangen, man muss ein bisschen später denken, aber eigentlich bereue ich keine Sekunde, dass ich da drinnen und studiert, weil studieren ist mehr als nur die Pflichtfächer machen, sondern studieren ist halt Leben daneben, die sozialen Kontakte, andere Erfahrungen sammeln. Ich habe auch seit 2005 nebenbei gearbeitet, neben dem Studium, wodurch auch mein Studium sich verzögert hat. Dann ist irgendwann Uni Brent gekommen, wo ich sehr viel Erfahrung außerhalb vom Studium erfahren habe. Einfach eben bei Diskussionen sitzen, sich mit anderen Studienrichtungen austauschen und so weiter. Und die Erfahrungen will ich eigentlich nie missen. Also eine ganz wichtige Erfahrung. Ich meine, ich glaube, dass es sicher viele Kollegen in meinem Alter gibt, die viel mehr praktische Erfahrung haben, weil sie nebenbei eben viel mehr arbeiten. Ich glaube aber dadurch, dass ich halt früher fertig bin, kann ich quasi auch früher komplett in den Beruf einsteigen und dann noch genug Praxis sammeln. Aber ich finde schon, dass ich habe das Glück, dass ich wirklich viele unterschiedliche Sachen machen konnte im Büro im Sommer. Und dadurch, dass ich auch irgendwo, mein Papa ist auch in der Branche und dadurch, dass ich irgendwie aufgewachsen bin mit dem ganzen Beruf, glaube ich jetzt nicht, dass ich irgendwie Praxis verloren hätte, weil auch wenn ich frei habe oder so, schaue ich immer, dass ich mitfahren kann auf Baustellen und und. Woran fehlt es Leuten, die in Mindeststudienzeit studiert haben? Naja, er hat ganz einfach weniger Berufserfahrung, also praktische Erfahrung. Das, was an die Studenten immer herangetragen wird oder auch was viele Architekten dann immer wieder bemängeln, dass Studenten nach dem Studium keine Details zeichnen können oder Pläne zeichnen können, das war noch nie anders. Das sehe ich auch nicht wirklich als Aufgabe eines Universitätsstudiums. Man soll natürlich schon auch ein technisches Verständnis mitbekommen. Aber wirkliche Details zeichnen lernen, das hat noch jede Generation erst im Beruf erlernt. Mir kommt vor, sie laufen dann oft so mit Scheuklappen durch die Uni und schauen immer links und rechts oder sie kritisieren auch nicht mehr die eigenen Projekte, sondern nur mal schnell, was der Professor, die Professorin bzw. die Betreuerin sagt, das machen sie. Und sie vergessen dabei teilweise zu reflektieren über das eigene oder auch es Scheitern. Einfach, dass du mal im Jänner ein Studium abbrichst, Studio abbrichst oder ein Entwerfen abbrichst und einfach das Scheitern, was die Uni eigentlich der einzige Ort oder während dem Studium kannst du es viel leichter als dann im Beruf. Weil wenn du im Beruf scheiterst, dann hättest du sofort, dass du den Auftrag nicht mehr kriegst und dann die ganzen Folgekosten einfach. Beziehungsweise das Büro muss man dann irgendwie unterhalten und das geht im Beruf viel schwieriger als auf der Uni. Ich habe zwar schon gewusst, worauf ich mich einlasse, aber ich hatte irgendwie einfach vor, quasi ehrgeizig halt zu studieren. Und dass das jetzt dann wirklich nur Mindeststudienzeit sein würde, das habe ich damals noch nicht zu hoffen gewagt, eigentlich, weil es ja immer auch viel mit Glück zu tun hat. Bekommt man wirklich einen Platz im gewünschten Entwerfen oder in der gewünschten Übung und schafft man wirklich vielleicht die Prüfung beim ersten Antritt? Bei manchen Prüfungen sind die Themengebiete so groß, dass ich zu behaupten wage, dass niemand alles gelernt hat bei der Prüfung und dann halt einfach es auch darauf ankommt, was dann wirklich gefragt wird.
Ja, und die Gesellschaft, also ich sage jetzt ganz blöd, die Gesellschaft bzw. die Politik erwartet sich, bzw. die Wirtschaft erwartet sich heute, dass du schnell studierst. Und das ist irgendwie in der Gesellschaft mittlerweile so verankert, dass du in Mindeststudienzeit studieren sollst. Erschwert wird das Ganze durch die ganzen sozialen Regelungen. Eben, du hast ja angesprochen, das Kindergeld wird herabgesetzt, das ganze Stipendium. Früher hat man Stipendium gekriegt, solange man, mehr oder weniger solange man wollen hat. Heutzutage hast du nur mehr ein Toleranzsemester. Dann das Bachelor, Master bzw. das Bologna-System, das ganz eine starke Ausrichtung hat vom Studium auf die Berufswelt, weil du sollst dann auch Berufsbefähigung haben und eigentlich sollst du studieren für dich und nicht für irgendwen anderen. Man merkt ja ganz oft bei den erstsemestrigen Inskriptionsberatung, dass die Leute nur fragen, was kann ich danach und wie lange dauert das? Und nimmer, das tut man sich dann relativ schwer, oder ich tue mir dann relativ schwer, mich zu beraten und denen sagt, dass Studium mehr ist, als nur für den Beruf später zu schauen, sondern mit 18, glaube ich, haben die wenigstens eine genaue Vorstellung, was sie im Rest ihrem Leben machen, weil du bist dann 50 Jahre mehr oder weniger in dem Beruf drinnen, den du jetzt wählst. Und ich glaube, da kann das Studium schon helfen, mal zu reflektieren drüber. Ich glaube, dass das wichtig ist, auch Berufserfahrung zu sammeln nebenher. Die Gefahr besteht vielleicht, wenn man zu sehr in ein Büro hineinkippt, dass man das Studium vernachlässigt und außer Augen verliert. Aber prinzipiell finde ich es wichtig, auch Erfahrung zu sammeln. Ich glaube generell, dass die Anforderung, so wie sie momentan an die Studenten herangetragen wird, in Mindeststudienzeit möglichst das Studium zu absolvieren, keine gute ist, weil Studenten sind für eine Gesellschaft enorm wichtig. Es ist wenn überhaupt, ist es die einzige kritische Masse. Und die sollte eine Gesellschaft pflegen und nicht knebeln durch Mindeststudienzeiten. Ich glaube, der Beruf des Architekten ist irgendwie so, definiert sich so, dass man irgendwie sein Leben lang lernt, alleine schon durch die ganzen Technologien und so weiter. Es ist nicht so, dass man das einmal lernt und man kann das dann für immer, sondern man muss sich immer weiterbilden. Man wird immer beeinflusst vom Heute, von der Gegenwart. Und ich glaube, es ist das ganze Leben ist irgendwie ein Lernprozess und es ist völlig wurscht, ob du jetzt 5 Jahre studiert hast oder ob du 15 Jahre studierst. Ich glaube nicht, dass du deswegen, es macht dich zu der Person, die du bist, aber es macht dich jetzt zu keinem besseren oder schlechteren Architekten. Also meine Empfehlung ans Studium ist, so viel auszuprobieren wie möglich. Ich glaube, es ist nicht wirklich das erste Ziel, möglichst schnell zu studieren. Das Ziel sollte sein, seinen Weg zu finden. Und ganz wichtig finde ich, wenn es irgendwie geht, sollte man auch Auslandserfahrung sammeln im Studium. Weil wenn man mal dann ins Büro, ins Alltagsleben gekippt ist, ist es ganz schwierig, auch den Absprung wieder zu schaffen.